Wir gehen am Rand oder wollen Sie in der Mitte laufen? Nein, am Rand. Am Rand. Am Mitte gehen wir nicht. Okay. Wir müssen nur einmal vorbeischwenken, weil ich möchte ungern zwischen den Postwagen und dem Haus lang gehen, weil mir da zu eng ist. Das heißt, wenn wir jetzt gleich losgehen... Ich bin jetzt schon am Schwitzen. Nicht mehr umschauen. Ja. Bis wir dort sind. Und dann gehen wir wieder rechts an die Häuserwand und besprechen uns kurz. Okay? Ja. Gehen wir? Ab jetzt. Dennis Siesing hat eine Panikattacke. Seine Vergangenheit im Krieg in Afghanistan, sie überlagert seine Gegenwart. Wo sind wir gerade? Hier. Das heißt, wo befinden wir uns? In Essen. In Essen und wo genau? Was machen wir hier gerade? Therapie. Machen Therapie. Und wo stehen wir gerade? Auf der Limbecker Straße. Okay. Auf der Limbecker Straße. In der Fußgängerzone. Ja. Was haben Sie gerade gemacht? Wir sind gerade gelaufen. Ja. Ich durfte mich nicht umdrehen, aber da war der Druck wieder so groß. Und dann musste ich einmal gucken und dann war vorbei. Weil da zu viele Leute in dem Moment dann waren und rechts. Seit 7 Jahren ist der Berufssoldat in Therapie. Was er in Afghanistan erlebt hat, kann seine Psyche nicht verarbeiten. Kunduz im Nordosten Afghanistans. Ein Feldlager der Bundeswehr. Hier waren mehr als 1000 deutsche Soldaten stationiert. Einer davon, Dennis Siesing. Er ist Mitte 20, als er in den Einsatz geschickt wird. Als Fallschirmjäger und Gruppenführer. Sein schlimmster Tag, der 25. Mai 2011. Der letzte Einsatz war 2011 in Kunduz. Und da waren halt mehrere Vorfälle, mehrere Anschläge, die passiert sind vor Ort. Und unter einem, wo ich halt selber mit betroffen war, war halt der Verlust eines Kameraden. Ein sehr guter Freund, der in unmittelbarer Nähe in die Luft gejagt worden ist. Die Frage, ob er seinen Freund hätte retten können, plagt ihn bis heute. Ein Trauma, Panikattacken, Schlaflosigkeit und Ängste bestimmen sein Leben. Die Psychologie nennt das posttraumatische Belastungsstörungen. Gelo, knapp 20 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Nordöstlichstes Mecklenburg-Vorpommern. Hier wohnt Steffi Matz, zusammen mit ihren Eltern in einem Haus. Auch sie ist eine von geschätzt 1200 deutschen Soldaten, bei denen nach Auslandseinsätzen posttraumatische Belastungsstörungen diagnostiziert wurden.
Ihre größte Stütze, die Familie, ihr Zuhause. Doch auch Steffi Matz hat noch nicht wieder ins Leben zurückgefunden, sagt ihre Mutter Elke Schenke. Wenn man sein Kind von früher kennt, vor allen Sätzen, und jetzt danach, wie sie wiedergekommen ist, ich habe ja meine Tochter nie wiedergekriegt. Ne? Meine Tochter ist eigentlich irgendwo geblieben. Ne? Und der jetzt wiedergekommen ist, ist eben einfach ein anderer Mensch. Auch ein wertvoller Mensch, aber vieles, was verloren gegangen ist, das damalige Lachen und das heutige Lachen, es ist anders. Über das, was Steffi Matz in ihren Afghanistan-Einsätzen 2011 und 2014 erlebt hat, spricht sie nur ungern. Ich weiß bloß nur eine Situation, wo meine Tochter mal zu mir gesagt hat, also Steffelinchen gesagt hat, ich muss noch mal rein. Und dann kriegte sie die Kampfmedaille. Und das wussten wir nicht. Und da wusstest du, dass sie in einer Situation in Afghanistan dabei war, die sehr brenzlig war. Und das war ja, wo sie da angesprengt wurden, das haben wir nicht gewusst. Aber das war auch für sie wahrscheinlich auch in Ordnung. Sie konnte uns das nicht erklären. Da musste, glaube ich, ja, weiß ich nicht, da muss eine Zeit vergehen, bevor die sich öffnen können. Wir haben uns einmal, ich weiß, haben abends mal am Feuer gesessen, wir beide ganz alleine, bis früh um 2. Und da hat sie mir alles erzählt. 2 Jahre lang, bis Anfang 2018, nimmt Steffi Matz Antidepressiva und Schlafmittel, betäubt die Erinnerungen. Seitdem sie die Medikamente abgesetzt hat, sind die inneren Bilder aus Afghanistan wieder präsenter. Wie das Lagerleben in der Nähe von Mazar-i-Sharif, das sie mit ihrem Handy dreht. Beim ersten Einsatz 2011 ist die Zeitsoldatin 24 Jahre alt und sieht als Rettungsassistentin viele Tote und Verletzte. Als sie 2014 wiederkommt, weiß sie, was passieren kann. Die Sicherheitslage war eigentlich für uns katastrophal. Wir konnten kaum schlafen, hatten Angst. Wir wussten ganz genau, dass wenn was passiert, die Hilfe einfach zu spät dran wäre. Also wir wussten, wenn es knallt, dann können wir hier nichts machen. Und dieses ganze Verhalten, was wir da in diesem Lager hatten, diese Angst, dieses nicht schlafen können, dieses zusammen durchstehen und auf gut Deutsch auf den Sonnenaufgang warten, um einfach dann die Hoffnung zu haben, wir haben wieder in der Nacht geschafft. Ja, das habe ich mitgenommen. Steffi erkrankt an der posttraumatischen Belastungsstörung. Wie so viele Soldaten, die im Auslandseinsatz waren. Bei ihr war der Auslöser die Bedrohung in einem kleinen Außenposten am Hindukusch. Sie entwickelt typische Symptome. Aus Angst, Trauer und Wut werden Depressionen. Eine Verwundung, die keiner sieht. Die Sportschule der Bundeswehr in Warendorf. Steffi Matz beim Training. Erst seit 7 Jahren haben einsatzgeschädigte Soldaten wie sie hier die Möglichkeit, mit Sport therapiert zu werden. Vor Afghanistan hat sie Volleyball gespielt und Judo-Wettkämpfe bestritten. In Warendorf fängt sie wieder bei Null an. Ich habe 2014 wirklich fast den Sport eingestellt, weil ich einfach nicht hochgekommen bin, durch Depressionen und so weiter, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr bewegt habe. Und durch die Chance hier in Warendorf, wirklich vom ersten Lehrgang an, hat es mich so gepusht. Also ich bin unglaublich motiviert gewesen und hatte wirklich seit Feststellung der Krankheit das erste Mal wieder den Blick nach oben gerichtet oder nach vorn gerichtet und habe gewusst, vielleicht wird sich für immer weggehen oder es wird nie wieder ganz so sein, wie es früher war. Aber so ist auch okay. Wenn wir da an der Technik ein bisschen feilen, betreut wird die Gruppe Sporttherapie von Sportwissenschaftlern, Psychologen und Medizinern. Auch von ihnen waren einige in Auslandseinsätzen. Die nächste offizielle Auslandsreise für sie alle, die Weltspiele der Kriegsversehrten. Darauf werden Dennis Siesing und seine Kameraden hier vorbereitet. Sport unter Gleichgesinnten. Sich wieder Ziele setzen. Wettkämpfe und Kräfte messen auch für die, die wie Dennis Siesing keine sichtbaren Narben haben. Viele sagen, oder ich habe es auch gesagt, ich habe leider keinen Arm verloren oder kein Bein verloren oder sonstige Sachen. Andere würden jetzt sagen, ja, sei doch froh, dass du noch alle Sachen hast. Ja, aber genau so nehme ich aber dann jeder wahr. Ist ja alles dran. Der Sport soll eine Möglichkeit sein, mit seiner psychischen Erkrankung besser umzugehen.
An eine Traumatherapie, in der er über das Erlebte sprechen müsste, wagt sich der Fallschirmspringer auch 7 Jahre nach Kundus noch nicht. September 2017. In Toronto, Kanada, finden die Invictus Games, die Spiele der Unbezwungenen, statt. Mehr als 500 Kriegsversehrte aus aller Welt treffen sich zum sportlichen Wettkampf. Die verwundeten Soldaten werden als Helden gefeiert. Für das deutsche Team mit Dennis Siesing und Steffi Matz ist das eine ganz neue Erfahrung. Bei der Eröffnungsfeier werden sie von Politikern, Stars und Sternchen aus der ganzen Welt bejubelt. Hochrangige deutsche Regierungsvertreter fehlen allerdings. Schirmherr ist der britische Prinz Harry. Vergesst nicht unsere Freunde, die gefallen sind. Und vergesst nicht jene, die immer noch unsere Unterstützung brauchen. Und vergesst nicht, dass ihr der Welt zeigt, dass alles möglich ist. Ihr seid unbezwungen. Lasst uns anfangen. You are Invictus. Let's get started. Steffi Matz will ein Foto von Prinz Harry. Der Prinz, ein Held zum Anfassen, während der ganzen Spiele. Von morgens bis abends dabei, auch hinter den Kulissen. Harry war selber Soldat. Die Idee zu den Invictus Games kam ihm, als er mit verletzten Kameraden aus Afghanistan ausgeflogen wurde. Die Veranstaltung voller Emotionen. Kriege und internationale Konflikte spielen hier 10 Tage lang keine Rolle. Die Feinde von gestern sind nun sportliche Gegner oder kämpfen zusammen. Etwa die Iraker, die das Sitzvolleyballteam von Steffi Matz und Dennis Siesing auffüllen. Dass sie keine gemeinsame Sprache sprechen, ist für Dennis Siesing das kleinste Problem. Arabisch aussehende Menschen machen ihm seit seinen Einsätzen in Afghanistan Angst. Ja, alles, was so in die Richtung geht, Irak, Afghanen und so, ist halt schwer. Für den Kopf her, weil ich so Leute überhaupt nicht gerne mag. Seitdem Sachen halt waren. Also jetzt nicht als Menschen, nur weil das halt viel triggert von den Sachen. Und im Zuge dessen erinnert das halt viel. Aber hier ist das halt trotzdem was anderes, weil die Leute ja gleiche Schicksale haben. We are a team! Das Team aus dem Irak, nicht die einzige Herausforderung für Dennis Siesing. Dennis, Germany, Farbe, Dennis. Egal was du wirfst, kann dir keiner nehmen. Komm, Dennis! Denk dran, gestern Prinz Harry gefahren. Die 10 ist nichts für dich. Nix! Mitten im Wettkampf, die Überforderung. Viel Lärm und dieser Polizeihubschrauber sind Schlüsselreize. Von einer Sekunde auf die nächste überfällt Dennis eine Panikattacke mit Herzrasen und Tränenausbruch. Wenn ihn zu Hause eine solche Attacke erwischt, ist er meistens allein. Hier wird er dafür gefeiert, dass er sich der Situation stellt. Ich mag ja keine Hubschrauber mehr so unbedingt, dadurch, weil ich halt dann die Bilder damit verbinde, dass halt ein Kamerad gefallen ist. Und im Zuge dessen, der damit ausgeflogen worden ist und die anderen, die verletzt worden sind, auch. Dadurch, dass wir ihn eingeladen haben, den Hubschrauber, sind wir auf dem Feld stehen geblieben. Und dann haben wir halt so lange salutiert, bis der Hubschrauber weg war. Und dann kam halt vorhin dann alles hoch, wenn man da so steht und der Hubschrauber halt dann da kreist. Dann ist man sehr schnell wieder dann in Afghanistan und hat halt wieder die Bilder dann im Kopf. Normalerweise wäre ich am liebsten aus dem Stadion gegangen und wäre für mich alleine gewesen. Wenn man aber so nette Menschen um sich herum hat, die sich um einen kümmern, umso schöner ist es. 4 Minuten so schnell wie möglich rudern, sich verausgaben, über die Grenzen gehen.
Für Steffi Matz höchster Leistungssport. Sie, die jahrelang keine Emotionen mehr zeigen konnte, lustlos, willenlos und träge war. Vor den Augen ihrer Familie wächst sie über sich hinaus. Steffi kann nun wieder für eine Sache kämpfen, für sich kämpfen. Posttraumatischer Stress, auch für die Angehörigen der Betroffenen wie Steffis Schwester, eine große Belastung. Ich hatte eine kurzzeitige Nahtoderfahrung, aber jetzt geht's. Also es war alles. Ich glaube, es hat nur noch das gefehlt. Ja, zwischenzeitlich habe ich gedacht, ich schaffe es nie. Aber das Gefühl zum Schluss war natürlich überragend. Und am Ende sorgt auch noch der Prinz für die Aufmerksamkeit, die ihnen sonst fehlt. Über seine Auftritte bei den Invictus Games berichtet auch die deutsche Presse fast täglich. Über die deutschen Sportler hingegen kaum. Das Bundesverteidigungsministerium, Berlin, Februar 2018. 4 Monate nach den Invictus Games erklingt hier die Hymne der Spiele. Es ist das erste Mal, dass deutsche Einsatzgeschädigte in einem solchen Rahmen gewürdigt werden. Eine Ehre für die deutschen Soldaten, mit der sie nicht mehr gerechnet hatten, nachdem die Ministerin in Toronto fehlte. Herzlich willkommen Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Invictus Games 2017, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte Ihnen heute ganz persönlich dafür danken, dass Sie unser Land, unsere Bundeswehr so erfolgreich in Toronto, vorbildlich und mit so viel Herzblut vertreten haben. Denn sie alle stehen mit ihren Lebensgeschichten als Vorbilder da, als Mutmacher gewissermaßen. Sie haben bewiesen, dass es möglich ist, wieder aufzustehen nach schweren körperlichen oder seelischen Schicksalsschlägen. Uns, der Bundeswehr, ist es ein Bedürfnis, Sie dabei bestmöglich zu unterstützen, weil uns beeindruckt, was Sie leisten, weil uns natürlich Ihr Wohlergehen am Herzen liegt, weil wir Sie brauchen in unseren Reihen mit all Ihren Fähigkeiten und Talenten und dem vorbildhaften Verhalten. Die Ministerin entschuldigt sich, dass sie nicht nach Kanada gekommen ist und verspricht, die Gruppe Sporttherapie zu besuchen. Ich habe Diskus und Kugelstoßen gemacht, Rudern, das Team-Event Sitzvolleyball mit den Irakern zusammen. Meine Güte. Und Bogenschießen. Gibt es etwas, was Sie nicht machen? Ja, ich habe schon gesagt, wahrscheinlich sollte ich damit anfangen. Bogenschießen, Sitzvolleyball, Kugelstoß, Diskus. Ja. Eins fehlt mir eben noch. Was habe ich jetzt gesagt? Oh. Ach so, Rudern. Hatte ich ja noch. Rudern auch noch. Grandios. Ja. Beeindruckend. Mensch, toll. Dankeschön. Auch für Dennis Siesing nimmt sich die Ministerin Zeit. Dankeschön. Sitzvolleyball. Und dann hatte ich noch das große Glück, ich durfte diese Fahrt-Challenge mitmachen. Und wurde als eine Fahrt-Challenge. Ja. Man durfte mit einem Jaguar F-Type einen Geschicklichkeitsparcours, einen Schnelligkeitsparcours fahren. Und da wurde ich hinterher als einziger von allen Teilnehmern auserwählt und durfte diesen gleichen Parcours nochmal mit Prinz Harry alleine im Auto fahren. Was ist das gewesen? Das habe ich gelesen. Von der Lions Empfang weckt Hoffnungen. Die Rede von der Ministerin war total toll und hat auch die richtigen Stellen angesprochen. Ja, auch ihr Versprechen gegenüber, da mehr Initiative zu zeigen. Und ich glaube, der Rahmen, den es heute gab für versehrte oder erkrankte Soldaten, den gab es so noch nicht. Und deswegen war es eine wirklich tolle Geste und ja, eine runde Sache, wirklich eine tolle Sache. Britische Botschaft, Berlin, Mai 2018.
Prinz Harry heiratet. Und die britischen Diplomaten bitten nicht nur ihre Landsleute in Deutschland zum Empfang, sondern auch alle deutschen Kriegsversehrten. Darunter Steffi Matz und Dennis Siesing. Die Veteranen werden ausdrücklich vom Botschafter Sir Sebastian Wood erwähnt. Die Invictus Games sind so etwas wie ein olympisches Ereignis, welches Prinz Harry energisch unterstützt hat. Insbesondere für Soldaten, die im Krieg verletzt wurden. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir heute einige Mitglieder des deutschen Invictus-Teams hier bei uns haben. Be faithful to her as long as you both shall live. I will. Be faithful to him as long as you both shall live. I will. Sit down, we gotta get you all married. Prinz Harrys Herzensprojekt geht weiter. Er will versehrten Soldaten gesellschaftliche Anerkennung verschaffen. Zurück im Bundeswehralltag, im Sanitätsbereich der Kaserne in Torgelow, Mecklenburg-Vorpommern. Hier arbeitet Steffi Matz. Die Bundeswehr hat ihr wegen der posttraumatischen Belastungsstörungen eine sogenannte Schutzzeit eingeräumt. Sie darf in Teilzeit arbeiten, jederzeit Therapien wahrnehmen und ihr kann nicht gekündigt werden. Sie hat täglich mit Kameraden zu tun, die kurz vor ihrem Einsatz stehen. Wenn man jung ist, dann ist man immer ziemlich schnell euphorisch. Jetzt geht es nach Afghanistan und man überhört sehr schnell viele Dinge und beschäftigt sich dann doch nicht, weil man denkt so, ach, das reicht schon, ich habe von Kameraden was gehört. Ich muss mich damit jetzt nicht so weiter befassen. Genau das, weiß Steffi Matz, ist falsch. Gerade um die vermeintlich simplen Dinge geht es. So eine banalen Sachen wie zum Beispiel, dass sie sich auf das Land vorbereiten sollen, dass sie sich damit beschäftigen sollen, was die klimatischen Bedingungen da unten betrifft, was die Menschen betrifft, dass die einfach nicht so kopflos in diesen Einsatz gehen, dass sie sich auch mit Vorsorge und so weiter beschäftigen und auch einfach so, was dieses Stressmanagement betrifft, dass sie psychisch einfach ein bisschen gestärkter darunter gehen und nicht so kopflos. Was die Vorbereitungslehrgänge der Bundeswehr nicht lehren können, ist die Erfahrung. Steffi Matz versucht zu helfen, was auch für sie Gefahren birgt. Wenn man dann im Gespräch ja auch mal noch weiter ausschweift und dann über die Erfahrungen oder sowas berichtet, manchmal bleibt das dann schon hängen oder es tauchen mal wieder Situationen auf, an die man schon lange nicht gedacht hat oder vielleicht gar nicht mehr gedacht hat, seitdem sie da passiert sind. Und dann kann es schon mal dazu führen, dass es ein doofer Tag wird. Früher halfen an solchen Tagen Antidepressiva. Inzwischen weiß sie sich anders zu helfen. Steffi kann sich jederzeit an ihn wenden, Silvio Matern. Der Berufssoldat ist auch in seiner Freizeit für sie da. Matern ist Steffis Lotse. So nennt die Bundeswehr die Gesprächspartner aus den eigenen Reihen. Eine unbürokratische Hilfe auf Augenhöhe. Steffi war Materns erster Fall direkt nach seiner Lotsenausbildung. Steffi war zu dem Zeitpunkt noch sehr verschlossen. Es waren lange Gespräche ohne Inhalt. Wir haben zum Teil 2-3 Stunden gesessen und wenn man das auf einem Stück Papier zusammenzufassen, wäre es nicht mal eine DIN A4-Seite gewesen. Sie hat mit ihren Blicken Hilfe gesucht, das konnte man sehen. Und ich habe eben gedacht, okay, du musst dir Zeit geben. Und über den Faktor Zeit, glaube ich, haben wir dann auch immer weiter zueinander gefunden. Sie war sich vielleicht auch nicht ganz sicher, ist es jetzt der Richtige, ist es nicht der Richtige. Und ich glaube, mittlerweile haben wir da einen riesengroßen Schritt nach vorn getan. Die Treffen finden meistens außerhalb der Kaserne statt. Allein das Wissen, dass Steffi ihn zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichen kann, hilft ihr. Silvio Matern ist einer von rund 200 Lotsen der Bundeswehr. Es gibt sie seit Ende 2011, 10 Jahre nach den ersten Afghanistan-Einsätzen. ...680 Kilometer weiter südwestlich in Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen. 3 Monate hat Dennis Siesing auf diese Post gewartet. Die Bundeswehr hat ihm eine weitere stationäre Reha bewilligt.
Einsatzgeschädigte wie Dennis werden erst allmählich besser und systematischer betreut. Dabei wird ihnen immer noch viel Bürokratie zugemutet. Um laufend Anträge zu stellen und Gutachten einzubringen, fehlt Dennis oft die Kraft. Man bekommt es auch durch die Kameraden mit, die andauernd Anträge schreiben müssen oder halt auch wir für irgendwelche anderen Sachen. Sachen sind verloren gegangen, irgendwo war unklar. Noch ein Gutachten noch mal machen oder da noch mal eine Art Stellungnahme ist schon sehr anstrengend und sehr nervig, kostet sehr viel Kraft. Ja. Die Therapien muss er sich immer wieder neu bewilligen lassen. Wenn ich 2,5 Monate, 3 Monate drauf warten muss, bis die Genehmigung durch ist, und was mache ich in der Zeit? Mein Therapeut kann da nicht sagen, so, dann machen wir jetzt 3 Monate nichts. Weil wenn wir das machen würden, dann wäre ich vielleicht irgendwann an dem Punkt, wo ich sage, ja, dann hänge ich vielleicht irgendwo am nächsten Baum, weil ich dann nicht mehr klarkomme. Ja, nach oben vorne. Also keine Hektik. Rechtzeitig aus dem Akkord rausgehen. Man kann die Gitarre auch weiterspielen, wenn man gerade nicht greift. Der neue Anker für Dennis Siesing, eine Musiktherapie. Ja, das war gut. Das war gut. Die beflügelt mich. Ich bin in einer ganz anderen Welt. Manchmal muss ich mich echt immer zurückhalten und auch zusammennehmen, dass auch keine Tränchen fließen, weil man halt wirklich dann da rein so abtaucht und völlig sich fallen lassen kann. Und dann liegt natürlich auch daran, dass man so schön hier aufgenommen wird und dass das auch so spielerisch auch ist. Diese Art der Therapie wird nicht von der Bundeswehr anerkannt. Dennis Siesing hat erreicht, dass er das Geld für die Musiktherapie privat von 2 Stiftungen bekommt. 120 Euro im Monat. Man muss natürlich noch was tun. Das Ding ist ja, du kannst es ja auch. Das heißt also, es muss jetzt nur irgendwie spielbar werden. Er darf nun so oft zum Unterricht, wie er will und kann. Die Gitarre hat er sich privat schenken lassen. Der erste Ton gibt dem Akkord den Namen. Musik berührt mich am Herz und blendet dadurch ganz andere Sachen aus als beim Sport. Beim Sport, wenn ich dann laufe und Bilder kommen oder Aggression kommen, dann renne ich noch schneller und mache noch mehr. Und das passiert bei der Musik nicht. Dann spiele ich halt ein bisschen trauriger oder sonst irgendwo und kann dadurch auch Gefühle ausdrücken. Jetzt löst du das mit dem kleinen Finger ab und gehst da raus und spielst weiter. Und jetzt machst du was, begreifst einfach nur oben. Nicht funktionieren müssen, nicht ständig an etwas denken, sondern abschalten. Die größte Herausforderung und gleichzeitig der größte Wunsch von Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen. In der Nähe der Bundeswehrsportschule Warendorf. Hier kann Steffi Matz abschalten. Nach den Empfängen in Berlin hat sie mehrere Interviews gegeben. Großen deutschen Zeitungen, genauso wie der bundeswehreigenen Presse. Der Welt und den Kameraden erzählt, was ihr zu schaffen macht. Ist ja nicht so, als wäre das so einfach. Am Anfang war es auch noch so ein bisschen, naja, verhalten. Oder ich war ein bisschen sehr verhalten, weil das ja schon eine sehr, ja, private Sache ist. Und eigentlich möchte man das ja auch nur den Menschen sagen, denen man vertraut, die einem nahestehen. Und somit war das am Anfang ein bisschen schwierig schon, weil man ja auch dadurch immer wieder drüber reden muss. Aber trotzdem war es durchweg alles positiv. Auch an diesem Tag soll Steffi Matz wieder erzählen. Oh, geil. Von den Fortschritten ihrer Sporttherapie. Übelst gut. Die Gesprächspartnerin heute, die Bundesverteidigungsministerin. Sie löst ihr Versprechen vom Februar ein und besucht im Frühsommer die Sporttherapiegruppe der Bundeswehr. Zum ersten Mal. Ich möchte gleich ganz gemütlich mit Ihnen einfach zusammensitzen, Kaffee trinken, klönen, reden, von Ihnen viel zu hören. Das Treffen mit der Ministerin ausdrücklich kein offizieller Pressetermin. Das ist, wenn alle Beine unterm Tisch sind und richtig, ja, was los ist, dann ist die Herde beisammen. Das ist bei ihr auch so.
Darf ich einfach drauf losfragen, ja, weil Sie kennen mich, aber ich kenne Sie alle nicht. Ich habe Sie gesehen beim Empfang. Ich war auch letztes Jahr in Toronto mit dabei, ja, mit meiner Schwester zusammen. Das ist meine Nichte. Und wart ihr auch, habt ihr es bis nach Toronto auch geschafft oder noch nicht? Ja. Und das muss grandios gewesen sein. Ja. Ja. Es war, meine Mama hat sogar gesagt, das glaube ich. Toronto war das erste Mal, dass ja, das ist mein erstes großes Sondervorhaben. Ja. Und es war natürlich atemberaubend, unfassbar, und wir haben ganz viel mitgenommen. Umso schöner ist es natürlich jetzt auch, dass ich nochmal eine zweite Chance bekommen habe, um nochmal hinzufahren, um nochmal zu schauen, ob ich es vielleicht sogar noch weiter schaffe. An diesem Tag nutzt Steffi die lockere, fast private Atmosphäre, um der Ministerin persönlich zu sagen, was ihr wichtig ist. Und was den ebenfalls betroffenen Kameraden helfen kann. Klasse! Super. Nein, danke. Sport als Therapie ist eine Maßnahme. Auch Therapiehunde wie Steffis Boxer Roxy helfen. Die Tiere senken nachweislich den Blutdruck und verbessern das Befinden der Erkrankten. Psychologen, Lotsen, Angehörige, ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Sie alle helfen Soldaten wie Steffi im Kampf gegen die posttraumatischen Belastungsstörungen. Berlin, Ende Mai 2018. Steffi Matz hat einen Termin beim PTBS-Beauftragten. Ein Posten, der 2010 eingerichtet wurde, besetzt mit Brigadegeneral Bernd Mathiesen, ein Arzt. Er war zweimal in Afghanistan. Nee, das freut mich. Kommen Sie rein. Danke. Grüßen Sie. Ganz Hallo. Toll. Wenn es Ihnen zu heiß wie mir ist, können Sie gerne Jacke ausziehen. Knopf mache ich auf jeden Fall auf. Danke. Okay, gut. Steffi Matz will ihren eigenen Fall ansprechen. Vielleicht auf die schönen Platz da hinten hin einfach. Sehr gerne. Genau. Da wird auch noch Frau Hennies gleich mit hinzutreten. Sie sind ja in der Schutzzeit im Moment noch. Genau, gell? Ja. Und ich weiß auch, dass Sie gern Berufssoldat werden wollten. Genau. Ja, das ist eine große Sache ja immer noch, die man ja zusätzlich mit der Krankheit mit sich rumträgt. Was wird jetzt aus mir? Ich meine, klar, man kann im Großen sagen, beruhig dich, du bist in der Schutzzeit drin, zur Not verlängert man die ja weiterhin. Das ist machbar. Aber das ist ja wieder so ein, ja, ich bin jetzt 31, ich möchte nicht nochmal 5 Jahre und nochmal 5 Jahre, sondern ich möchte jetzt endlich irgendwo ankommen. Also ich verstehe Sie völlig, Sie wollen ein klares Ziel haben. Das kann man im Moment jetzt noch nicht so völlig definieren. Aber das ist, ich will mal so sagen, nicht nur auf einen das Geschädigte beschränkt. Mhm. Also das geht vielen so nach dem Studium, das geht auch anderen, wenn wichtige Laufbahnentscheidungen anstehen. Natürlich gab es den Punkt, wo ich überlegen musste, bleibe ich bei der Bundeswehr, gehe ich hier den Weg mit der Therapie zusammen oder gehe ich den Therapieweg bei der Bundeswehr, orientiere mich aber ins Zivile um. Und nur weil ich diese Einsatzschädigung habe oder da Vorfälle gab, rüttelt das oder hat das nie an meinem Bild des Soldatenseins gerüttelt oder sowas. Und im Gegenteil, ich möchte ja wieder dahin, wo ich mal war. Und dazu brauche ich meinen Geist wieder zurück oder verbessert vielleicht und gestärkt. Aber ich denke erst Steffi Matz will von der Bundeswehr als Berufssoldatin übernommen werden. Noch gibt es dafür aufgrund ihrer Krankheit kein Datum. Der Beauftragte rät ihr, sich weiter Zeit zu nehmen. Denn sobald sie die Schutzzeit verlässt, gelten keine Ausnahmeregelungen mehr für sie. Neben den eigenen Problemen will sie sich auch für die Truppe einsetzen. Sie findet, es gibt zu wenig Lotsen. Dann hatte ich noch, welches Thema hatte ich denn? Ach so, Lotsen. Lotsen, das ja, Thema guter Lotsen. Punkt, sehr guter Punkt. Ja, wichtiges Thema, Lotsen. Hat man, glaube ich, schon mal kurz gesprochen. Mhm. Wie schon gesagt, ich bin ja oben in Torgelow. Wir haben da keine Lotsen, wir haben auch viel Sanitäter und wir haben auch den einen oder anderen mit einer psychischen Versehrtheit. Mhm. Es sollte zum Beispiel, würde ich es auch schön finden, wenn man sagt, man hat in jedem SAN-Bereich, also in jedem SAN-Versorgungszentrum einen Lotsen mit drin sitzen, der dann wirklich da ad hoc zum Beispiel auch helfen kann oder einschreiten kann oder diesen Erstkontakt hat mit diesem Soldaten, wenn er da aufschlägt. So lange bin ich eben doch ein großer Anhänger davon, Lotsen eher flächendeckend einzusetzen. Mhm.
Und ob es der Sanitätsdienst jetzt wirklich schafft, Lotsen in jedem Sanitätsversorgungszentrum unterzubringen, wäre schwer, denn dann würden wir auf etwa 120 Lotsen kommen. Aber insgesamt etwas ansteigen, also da muss ich sagen, bin ich voll bei Ihnen mit dabei. Das ist aber ja auch unser Bemühen vorhin jetzt da. Jo. Irgendwann mal ein offizieller Ansprechpartner für andere zu sein, das könnte sich Steffi Matt sogar vorstellen. Doch erstmal will sie ihre Schutzzeit verlassen, um sich als Berufssoldatin zu bewerben. Ob und wann sie soweit sein könnte, das soll eine Untersuchung klären. Im Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg wird Steffi Matz eine Woche lang durchgecheckt. Blutbild, Herzfrequenz und Blutdruck. Körperlich ist sie deutlich fitter als noch vor einem Jahr. Die Sporttherapie zeigt Wirkung. Das lässt sich auch an den Daten ablesen. Das war's dann auch schon. 120 zu 70. Das ist gut. Oberstabsarzt Manuel Nemitz rät ihr dennoch, in der Schutzzeit zu bleiben. Es gibt natürlich gute Wochen, wo ich auch selber dann voll arbeite, um Aufträge abzuarbeiten, wo ich mich auch gut fühle, wo ich auch sage, die Woche habe ich jetzt gut hingekriegt und ich fühle mich auch gut damit oder fühle mich nicht ausgelaugt. Oder ich weiß halt auch, dass es viele Wochen gibt, wo ich eigentlich einfach froh bin, dass ich überhaupt das Pensum halten konnte. Und ich will halt, wenn ich diesen Schritt gehe, wirklich auf diesen richtigen Dienstposten zu gehen, will ich natürlich auch, dass ich das nicht abbrechen muss oder dass ich es einfach durchziehen kann. Ich finde auch, die Frage ist viel zu früh. Ja, also noch geht es um was ganz anderes, nämlich um Ihre Gesundheit, die da im Fokus stehen sollte. Sie befinden sich ja eh noch in der Phase, wo Sie primär die therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen sollten. Das heißt, wo die Erkrankung bekämpft werden soll. Und das Berufliche kommt erst danach. Und da gibt es glücklicherweise noch kein Enddatum. Der Plan für die nächsten Monate? Steffi Matz möchte sich in internen Praktika in der Bundeswehr ausprobieren. Testen, was sie aushält. Praktikum macht, sondern dass man sagt, wir machen das jetzt mal zwei Wochen. Eins hoch, jetzt geht das. Einmal mit anziehen, er möchte einmal Hilfe. Drei, zwei, eins und los. Dennis Siesing bei der Sporttherapie in Warendorf. Dennis ist Berufssoldat, aber einer, der jetzt einen Schreibtischjob hat. Früher war er Fallschirmspringer, sogar Ausbilder. Andere anzuleiten lässt ihn aufblühen. Sobald es um ihn geht, wird es problematisch. Immer wenn er selbst eine Aufgabe bewältigen soll, kommen die Ängste wieder hoch. Nein, alles gut, alles gut. Ist halt nur wieder alleine. Weil wieder links vor so einer Scheißwand, die raubt er mir alles. Ne? Seine Nerven sind dünn. Auch eine Folge des jahrelangen Schlafmangels. Doch Medikamente will er nicht nehmen, will Herr seiner Sinne bleiben. Darf ich vielleicht noch? Nee, geht nicht. Geht nicht. Wer will jetzt als erstes? Ken. Komm hier, ich. Komm, Dennis, zieh dich hoch. Genau, super, super. Er hat Angst vor der Höhe, vor dem Versagen und davor, anderen zu vertrauen. Das kann und will er nicht mehr. Ich will ja nicht enttäuscht, aber die Mühe war umsonst. Dann müssen wir brechen. Ja. So, mach langsam. Alles gut. Nimm die Kraft aus dem Bein. Wenn nicht, liegt euch ein bisschen rein. Super, super, sehr gut. Aber. Ne, ich fall. Ich hab dich, ich hab dich. Rund 200 Therapiestunden hat Dennis jetzt hinter sich, war in Kliniken der Bundeswehr und bei selbstgewählten Psychologen und Therapeuten. Doch auch 7 Jahre nach seinem letzten Einsatz hat er das Vertrauen in sich und die Welt noch nicht wiedererlangt. Ich weiß nicht, ob der mich sichert, wenn ich fallen würde, wenn die Kraft nachlässt oder sonstiges. Hält die Sicherung, hält sie nicht. Von daher, das sind genau die Hintergründe. Alles, was ich nicht selber kontrollieren kann, ist für mich nicht so toll. Lass ihn drücken. Ich fand super, dass du das gemacht hast. Wie viele Soldaten an PTBS insgesamt leiden, darüber gibt es keine verlässlichen Zahlen. Bei Dennis wurde erst 4 Monate nach Afghanistan festgestellt, dass etwas nicht stimmt. Während einer Kur der Bundeswehr. Wenige Minuten nach der Panikattacke hilft er anderen, verdrängt seine eigenen Ängste. Ein Problem, so Sporttherapeut Hauptmann Michael Holli.
Das ist bei ihm tatsächlich so, dass er dann ganz, ganz schnell wieder in sein altes Rollenbild reinspringt. Als Zugführer, was er mal gewesen ist, war er ja für seine Leute verantwortlich. Und genau das kommt hier sofort wieder. Und er ist sofort wieder in dieser Funktion da, pusht die anderen Leute und versucht so natürlich auch seine eigene Angst ein bisschen zu überspielen und zu überwinden. Wenn andere schwach sind, will Dennis Siesing stark sein. Deswegen. Die Leiter hier besteigt er nur, um einem anderen Kameraden zu zeigen, dass es möglich ist. Trotz Angst. Seinen eigenen Erfolg dabei sieht er nicht. Kann daraus nichts ziehen. Dennis Siesing weiß nur eines. Er kommt derzeit nicht weiter. Über seine Erlebnisse zu reden, das war ein riesiger Therapiefortschritt. Doch die Verarbeitung macht ihm zu schaffen. Seit letztes Jahr geht es mir weitaus schlimmer und schlechter, wo ich Zugang zu den Gefühlen bekommen habe und im Zuge dessen auch erstmal Sachen geäußert habe oder gezeigt habe, dass es auch wirklich so ist. Gerade wenn man so viele Jahre den Kampf alleine macht, ohne Unterstützung, ist es schon recht schwer, dann mal Unterstützung anzunehmen. Es ist einfacher für andere da zu sein, als selber zu sagen, mir geht's nicht mehr gut. Menschen vertrauen, Abhängigkeiten zulassen, Kontrolle abgeben. Das kann Dennis Siesing nicht. Nicht mehr. Oder noch nicht. Auch Steffi Matz fiel es bis vor kurzem noch schwer, die Kontrolle abzugeben. Mittlerweile erlebt die Familie, wie sie langsam wieder Spaß am Leben findet. Es kommen jetzt so manchmal Situationen raus, wo du sagst, das kitzelt. Und dann siehst du, Steffi, die kommt wieder. Weißt du, dieses, sie ist noch am Arbeiten, aber du merkst, es kommt wieder. Und wenn sie was geschafft hat, dann ist sie so glücklich, so happy, so. Die kann sich so urisch wieder freuen. Wer Steffi Matz heute trifft, sieht eine junge, lebenslustige und schlagfertige Frau. Nur bei längerer Betrachtung fällt das Kontrollierte, das Nachdenkliche auf. Ihr Glück? Die Familie. Familie steht immer ganz oben und ist einfach nicht ersetzlich. Egal, wer aus meiner Familie, jeder stand in bestimmten Situationen immer hinter mir oder war dann genau mir am nächsten. Sie hat ihren Weg zurück ins Leben gefunden. Hat wieder klare Ziele vor Augen. Eines davon, als Berufssoldatin noch einmal nach Afghanistan zu gehen. Definitiv jetzt kann ich sagen, dass es jetzt einfach nicht stabil genug dafür wäre und auch nicht sagen könnte oder jetzt auch nicht sagen könnte, dass ich meinen Auftrag dazu 100% erfüllen könnte. Aber ich will auf jeden Fall daran arbeiten, dass es vielleicht irgendwann wieder so ist. Wenn ich es nicht schaffe, dann habe ich es probiert. Aber auf jeden Fall möchte ich daran arbeiten und schaffen, darunter zu gehen, damit abzuschließen. Steffi Matz, eine der vermutlich mehr als 1200 Soldaten, deren Psyche im Einsatz geschädigt wurde. Unsichtbare, die langsam sichtbar werden. Auch für ihren Arbeitgeber, die Bundeswehr.